Ich möchte hier kurz ein paar Eindrücke zum Wechsel der iPads festhalten. Das soll jetzt keine Werbung sein. Ich habe weder von iPad, sprich Apple, noch Logitech, noch sonst jemanden hier Werbegelder erhalten. Also wir hatten bisher in der Schule das iPad siebte Generation mit dem Rugged Folio. Das sieht dann etwa so aus. Ich kann das einfach aufklappen, kann das Ganze auch hinstellen über so einen Fuß an der Rückseite. Und ja, das war so das, woran ich mich bisher gewöhnt hatte. Und jetzt habe ich bekommen das iPad 10. Generation mit dem Combo Touch. Um das zu öffnen, oh, ist ein bisschen wurschtlicher, muss ich hier so an der Seite irgendwie ziehen. Also es ist auch magnetisch gehalten, aber ihr seht, so. Also das Öffnen geht etwas schwieriger. Und wenn ich jetzt hier hinten den Fuß aufstelle, schwupp. Ah, das geht ganz gut diesmal, ja. Gut, also soweit irgendwie die Tastaturen unterscheiden sich etwas. Was als erstes aufgefallen ist, mir zumindest, ist, dass hier dieser Knopf bei dem neuen Gerät nicht mehr vorhanden ist und ich dementsprechend für das Einschalten schon erstmal gucken muss, wie geht denn das überhaupt. Ja, ich kann hier an der Seite beispielsweise die Taste benutzen und wenn ich das konfiguriert habe, kann ich mich auch einfach mit Touch-ID anmelden. Also einmal diese Taste hat die gleiche Funktionalität wie die andere. Noch einmal schalten und doppelt zeigt mir auch was an. Ja, Apps gerade geöffnet ist. Das, was vorher halt mit einem Doppelklick über diese Taste, wenn ich angemeldet ist, funktionierte. Das nächste, was auffällt, dass nachdem die Taste fehlt, ist, dass hier an der Seite vorher ein Anschluss für Lightning war. Da habe ich beispielsweise den Stift hier reingesteckt und aufgeladen. Diesen Anschluss gibt es nicht mehr. Dafür ist jetzt ein USB-C-Anschluss da. Über den wird das Ganze geladen. Ich kann meinen alten Stift also nicht weiterverwenden. Ich habe dafür jetzt auch irgendwie einen neuen Stift, der auch über USB-C geladen wird. Was in dem Zuge etwas nervig ist, ist, dass an der anderen Seite vorher ein Kopfhöreranschluss war. Das heißt, meinen alten Kopfhörer, der hat hier so eine Mini-Klinke 3,5 mm. Da finde ich an dem neuen Gerät leider kein Kabel für, kein Anschluss für, also die Buchse fehlt. Ich muss mir wohl noch einen Adapter besorgen, das ist ja schade, aber es ist halt so. So, was fällt noch auf Anhieb auf? Ja, die Bildschirm-Hardcopy-Taste, sprich Bildschirmfoto, die sah vorher so aus, so ein Fotoapparat, die gibt es jetzt wohl auch nicht mehr. Das heißt, ich kann mit dem Stift einmal von unten links nach oben schieben so diagonal, dann kriege ich ein Bildschirmfoto gemacht. Oder ich kann auch die, sieht man das? Hier sind zwei Tasten, die äußere und die hier beide gleichzeitig drücken, dann kriege ich auch ein Bildschirmfoto gemacht, habe ich rausgefunden. Und ja, anmelden, abschalten wäre vielleicht auch noch ganz spannend. Dazu muss ich diese Taste und die äußere, also nicht die, sondern die hier, etwa 2 Sekunden gedrückt halten, dann schaltet sich das Gerät ab. Da habe ich auch ein bisschen gesucht, um das rauszufinden. Ansonsten macht das auf mich erstmal einen ganz guten Eindruck. Also ich bin gespannt, wie es sich dann im Einsatz verhält, dass das Übertragen von gemanagten Geräten etwas komplex ist und nicht so einfach funktioniert wie bei Geräten zu Hause. Das fand ich nervig, aber naja, es läuft und wie gesagt, das als erste Eindrücke.